Willkommen zum letzten Tag mit Slay's Vampire Deck. Im letzten Part haben wir es umgebaut und ja, jetzt schauen wir mal. Hoffentlich ist jetzt besser. Yu-Gi-Oh! Eraldi 19. Auf jeden Fall dürfen wir schon mal nicht anfangen. Er hat kein Extra-Deck. Das ist selten ein gutes Zeichen. Sagt dir das was? Nein. Das erklärt das leider extra Deck. Okay, Rand Monarchen. Er hat den Fiendswell abgeschmissen. Er wird wahrscheinlich einen zweiten haben. Domain-Monarchen wären sogar kind of ärgerlich. Ich denke, wir geben ihm mal March. Das ist wahrscheinlich das harmloseste noch. Ja. Erupt wollen wir ihm halt nicht geben. Richtig. Jetzt ist die Frage, ist das in erster Linie das hier als Deck? Und der ist bloß ein Extender für weiteres Tribute-Fodder? Ich nehme an. Ja, warte mal, wenn der jetzt Tribute landet, doch im Extra-Deck. Ja, und? Ah ne, halt, er wird gebanished, nevermind. Achso. Wenn er extra Deck wäre, dann wäre ja hier wieder die Karte hier. Der ist echt gut für den Haufen. Ja, einfach so ein Free Tribute. Der eine Karte zieht. Mhm. Setup für den nächsten Zug, I guess. Dass wir nicht ans Extra-Deck ran dürfen, sackt jetzt ein bisschen, aber ist verkraftbar. Wir haben Solitär, insofern ist es verkraftbar, ja. Ja, es kommt halt darauf an, wie viel er noch hat, okay. Ja, also er hat keine Stormforce, also von daher kann es durchaus sein, dass wir jetzt an Balladroch rankommen. Sehen wir gleich. Wir können ja erstmal mit der Extra-Summon von dem Familiar, von dem Retainer baiten, theoretisch. Und was wollen wir damit? Ein Handtrap baiten. Der macht nichts on summon. Der Retainer. Kann ja sein, dass er pendigt. Ja, macht nicht wirklich Sinn. Oh, einfach den Solitär. Wir dürfen ihn ja nicht weglinken. Dann erst Benji in Friedhof und dann Blumen abschmeißen. Außerdem haben wir einen fucking Dave auf der Hand. Guter Punkt. So, dann Benji in Friedhof. Mhm. Zombie-Welt. Und Blue. Problem ist, das ist alles in allem nur die halbe Miete. Jetzt haben wir den Bale drauf. Ja, aber soweit sind wir. Ja gut, jetzt müssen wir nur noch einen Zombie-Effekt aktivieren und dann ist die weg. Und noch liegt ja kein Dingens hier. Kein Erupt. Ja. Weil der targetet ja nicht. Jetzt haben wir den erstmal. Ja. So, kriegen wir noch irgendeinen Zombie-Effekt aktiviert? Nicht wirklich. Wir können zwar Retainer Normal. Aber der muss den Vampir abschmeißen. Doch, wir könnten. Nee, wir können Retainer. Wir müssen Retainer zu Normal die Domain benutzen. Und dann haben wir keine Vampirkarte mehr zum Discarden. Ja, warte, kann der nicht auch die Domain vom Feld weglegen? Oh ja, okay, dann geht's doch. Okay, also holen, crashen und zurückholen. Ja. Das ist zwar ein bisschen umständlich, aber was willst du machen? Ja, es hilft ja nichts. Ja, eben, ist das Einzige, was wir machen können. Was hat der noch?
Das ist eine gute Frage. Attacke. Ja. Powerplay! Der hat noch einen Aether in der Hand und den muss er Mainfest zünden, das überlegt er gerade. Machen wir nicht. Schade, dass der die 500 Attack von dem Fieldspell kriegt, sonst könnten wir einfach crashen. Kriegt er die nur, wenn er angegriffen wird oder auch wenn er angreift? Ich glaube immer. Ne, 800 sind sogar. Aber nur wenn er angreift. Oh, nur wenn er crashen angreift. Können. Wir können immer noch crashen. Ja, dann crashen wir. Okay, dachte, der kriegt die immer. Ups. Egal. Ist ja nicht tragisch. Retain am Grave zu haben ist deswegen trotzdem super, weil dann können wir jetzt trotzdem gleich Domain weglegen, Retainer zurückholen, was suchen, Zucker bauen und dann kriegen wir das Stamper Fest Bade drauf zurückziehen, eine. Ja, ja, schon klar. Der hat halt mehr Lebenspunkte gehabt. Hä? Nein, wir wollen einen Retainer am Grave haben. Der wird ja auch erst weglinken können und dann einfach so wiederholen. Achso, ja, das ist wohl richtig. Ne? Da hätten wir sogar noch in unserem Zug eine Karte ziehen können. Ja. Also wir hätten eine Karte mehr und mehr Lebenspunkte gehabt. Ja. Weiß keiner. Hat keiner mitgekriegt. So, Countertrap natürlich. Ja. Dann Sucker. ZZ Pass. Ja, jetzt die Ether zurückzuholen, ist zu greedy. Kommt jetzt noch. Achso, der hat hier Dingens im Friedhof. Prime, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe gerade. Ja. Das hat er die ganze Zeit machen können. Aber dann hätten wir halt einen Draw gekriegt. Jetzt kann er das machen, weil jetzt kriegen wir sowieso einen Draw. Wir könnten eigentlich gleich den Vielzahl banishen. Oder? Ne, hat Monster, der Mensch nur Monster. Nevermind, hab ich's gesagt. Okay, gut. Oh, hey. Ah, oh, gute Karte. Die könnte unter Umständen sogar was bringen. Was ist das jetzt schon wieder? Lesen. If you got special summon this card from your hand also. If this card. Okay. Whatever. Okay. Soll er mal. Hat Nervpotenzial, aber wenigstens kann er dann auch noch eine Summon machen. Okay, er chained, auf die kriegt er zwei Summons, von mir aus. Ja. Wir können das jetzt. Wir können ihm jetzt einen Dude banishen. Das wäre, glaube ich, ganz clever. Dann banishen wir den Prime. Ja. Dann besteht die Chance, dass es fizzelt. So, fizzelt's. Oh, da schau her. Ja, ah, das hat er vorher machen müssen. Also er kann es natürlich immer noch normal, weil das ist, glaube ich, ein extra normal Summon. Aber jetzt muss er die normal Summon raushauen. Das heißt, er kann nur noch ein Monster holen, dessen Effekt können wir negieren. Baladroch. Okay, random Set Card. Aber der ist on Summon. So, das negieren wir jetzt einfach. Genau. Ungern, Kollege. Lass mal nicht machen. Ja, dann kann er natürlich über Sucker drüber rennen. Lull. Oder Balladroch? Okay, dann rennt er da mal drüber. Danke für den Draw auch. Hat er einen Dave? Möglich. Ich meine, auch Dave können wir verhindern mit Domination, aber. Die wir, by the way, gesucht haben, die er kennt. Eigentlich ja. Egal, wir haben mal Balladroch. Hi. Okay.
du kannst, der kann nur von seinem eigenen Friedhof wieder reinmischen, ne? Ja, okay. Hat er überhaupt genug Tages im Grave? Nee, hat er nicht mal. Nein. Okay, ja, dann hat er die umgedreht. Okay. Und der Banishen direkt danach, dann kann man da nicht weiterhin specialen. Mhm. So, da. Das blöde Fenster immer. Oh, hi. So, dann können wir jetzt theoretisch Familia normeln, dann mit Zucker und Familia in, genau. Gut, Familia kann nicht wiederkommen, weil wir keinen Vampir auf der Hand haben. Und die Monster Reborn? Wieso ist der Sucker nicht geheilt? Ach, ist er, man hat's noch nicht richtig gesehen. Ja. Natürlich war der gehighlightet, der musste ja gehighlightet sein. Ja, deswegen war ich ja irritiert. Okay, ja, wir hätten den Effekt gerne mal. Wir haben nichts zum Tributen, also können wir auch die Ether nehmen, dann hat er die nicht. Ja. So, nicht negieren bitte. Wir könnten den Rang 8er holen. Fällt mir gerade so auf. Könnte man ja. So, das machen wir. Mhm. Okay. Dann auch mal was in Attack. Dann detachen wir mal den Ballad drauf. Natürlich. So, nichts davon negieren bitte. Oh, da kam was Schönes. Einmal den Yoga bitte. Ja, der muss genormelt werden. Der muss auch einmal den Mizuki bitte. Ja, es ist egal. Wir holen irgendwas und linken in den Link 4er und holen dann nochmal was mit Mizuki. Ja. Also so gesehen ist es egal, was wir nehmen, nichts davon hat einen Effekt. So, dann kommst du. Achso, der ist ein Vampir. Der Undead Vampire ist ein Vampire. Man glaubt es nicht. Aber ich glaube, den einfach mit Mizuki wieder zu holen, macht mehr Sinn. Oder warte, mit Baladroch ist er tot, oder? Wir holen jetzt einfach Baladroch zurück und hauen ihn um. Ja. Okay, zieh eine Karte. Ja, Gönnung. Nee, noch nicht. Nein. Wir würden gerne nicht eins unserer Monster auf Null setzen, wenn es recht ist. Ich meine, wir hätten noch Monster Reborn, aber trotzdem, nee. Okay, also ja, wir hätten eine Karte mehr und mehr Lebenspunkte, aber ansonsten wäre es gleich gewesen. Mhm. Okay, nur im eigenen Zug. Krass. Arkay. Das sollte funktionieren. Ja, müsste. Wir haben sogar noch ein kleines Notfall-Backup, falls das jetzt eine Ash frisst. Das frisst eine Ash. Vielleicht hat er ja keine Ash. Okay, also er hat eine Ash, aber an dem Punkt, als ich es gesagt habe, hätte es noch sein können, dass er keine Ash hat. Das so. Lol. Ich hatte nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Dann probieren wir mal, den Ghoul zu suchen. Das ist aber eine Ash. Ja, there we go. Okay. Ja, dann, der holt den Familia weg. Oder legen wir Scarlet Scourge weg? Oh, wir können... Ich glaube, Scarlet Scourge weglegen macht sogar mehr Sinn. Dann können wir den... Weil dann landet der hier im Friedhof, wenn er dann gleich weggelinkt wird. Ja. Packen wir den weg. So, Normal Summon haben wir noch nicht, also extra Normal Summon brauchen wir nicht. Also wir nehmen einfach die Counter-Trap. Ja. Also wir könnten auch den Switcheroo nehmen, weil der würde jetzt im Friedhof landen, wenn wir den benutzen.
Ja, wir könnten aber auch einfach Domination nehmen, dann Sucker bauen, dann mit Monster Reborn den 6er zurückholen, mit dem Effekt den Familiar zurückholen und dann den Link 4er basteln. Ja, das macht am meisten Sinn, schätze ich. Warte, Link, also nicht der, den Link 4. Der Link 4er also ist nicht Vampir. Der Link 4er ist nicht Vampir. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, also nicht den Link 4er basteln, das war Brainfart, aber... Ja, gut, wir können ja mal gucken, was wir ziehen. Wir haben ja auch noch, wir haben auch noch Foolish. Mhm. So, ja. Kommst du zurück? Natürlich haben wir den Link 4er. Also den hätten wir auch gehabt ohne den Draw, weil wir können einfach den Link 3er bauen, seine Ash reviven und dann haben wir den 4er. Okay, das steht. Aber jetzt haben wir erstmal Shadow Vampire. Vermutlich. Über den Familiar drüber. Wenn der weglinken, ist es relativ wurscht, aber ja. Genau, dann holt der... Dann holt das den Grace aus dem Deck. Dann haben wir die mal im, ja, dann haben wir die mal im Umlauf. Ja. Dann können wir... mit Grace und dem anderen Sechser den... Also jetzt können wir erstmal den Dreier bauen und dann den Dings zurückholen. Oder wir können jetzt erstmal den... Wir könnten jetzt erstmal den Spell oder Trap wegnehmen. Ja, okay. Ja, das ist wohl ebenfalls richtig. Dann soll er mal... Ich glaube eine Trap... Warte. Das kann Dragon Link sein, dann will er keine Trap weglegen. Ich glaube Spells weglegen ist am ungefährlichsten. Es gibt kaum Spells, die im Graveyard etwas tun. Nee, außer Sky Strike und die Chance ist gering. Ja, dann darf er mal eine Spell weglegen. Weil Trap kann halt Dragon Link sein. Und es gibt auch Decks, die gar keine Trap haben. Das wäre aber genug Info, das würde ich nehmen. Stimmt, das wäre Info. Schade, früher hätten wir das Deck angucken dürfen. Wenn er keine Trap reinlegen darf. Er kann. Ja. Aber nein, Rule of Trust ist eine Sache. Mhm, genau, Trust. Oh! Cyberdragon. Okay, das verändert die Plays tatsächlich. Ja. Dann gehen wir mal, da müssen wir jetzt mal gucken. Dann wollen wir vielleicht, warte mal, können wir Sinn... Sorry. In was gehen wir dann? Also ich denke, wir gehen auf jeden Fall in Link 4. Ich glaube, Sheridan könnte ihn interrupten. Weil das im Friedhof ist. Oder? Nein, der specialt ja dann nur. Ja, auf uns retten, das ist nicht mehr in seinem Friedhof. Man kann das nicht mehr benutzen. Okay, aber der andere hat doch einen besseren Interrupt, oder? Der hier. Hier, wir können ihm Monster zubucken, was er specialt. Das ist schon besser. Ja, okay. Ja, dann holen wir den. Ja. Dann bauen wir den, dann gehen wir in den, dann gehen wir in den Link 3, gönnen uns seine Ash und bauen den Link 4. Haben wir jetzt noch einen Vampir dank dem hier, von daher geht das, ja? Ja. Magst du diesen Zombie da mal rüberlangen? So, Set Domination, go. Ja. Das ist nur der Familiar, ne? Dürfte nur der Familiar sein. Ja, wir sind ja weg. Also ja, war der Familiar. Ja. Ach, der Dragolas ist kein Vampir. Oh, Vampiric. Oh. Oh. Ups. Ups. Hui. Das macht den Kollegen deutlich schlechter. Ja. natürlich. Achso, du kannst dich selber targeten. Ja, natürlich. Ja, ja, nee, das ja, bringt okay. Nichts. Ja, gut, dann. Aber das ist nicht so tragisch wie. Also, das ist auch tragisch, aber das ist noch irgendwo okay. Ja, der wird jetzt Nova holen, den bucken wir dann zu. Ja, der wird jetzt nicht Nova holen, weil dann bucken wir den ja zu und dann hat er ja nichts mehr. Ja, das ist im Sinne von, er kann jetzt nicht einfach Nova holen. Ja. Ja, der muss jetzt schon seine Fusion aktivieren, die er auf der Hand hat. Ach ja, Megafleet. Ja, war gut. Was.
Unter dem Aspekt war Weglinken noch dämlicher. Ja. Weil wir wussten, dass es Cyberdrache ist. Ja, aber andererseits, was hätten wir sonst bauen sollen? Wir hätten nichts bauen sollen, wir hätten einfach den Vampir auf dem Feld lassen sollen, damit die Domination live ist. Stimmt. Oder doch Nova. Oh ne. Jetzt haben wir ihn geforst, in Plejaden zu gehen, das ist doch super. Ja, immerhin. Es ist beides ein Quick-Effekt, also gönn dir, Kumpel. Gulisch gibt uns auch ganz gutes Follow-up. Also wir haben im nächsten Zug wieder Staff, ja, je nachdem, was der Plejaden tut. Ja, der wird mein Response zugebuckt. Ist ja wohl schon so weglegen, ihr seht beides gleich, ja, im Friedhof. Ja, genau. Ja, Plejaden zu bucken macht, glaube ich, mehr Sinn. Ja, auf jeden Fall. Weil wir müssen jetzt hoffen, dass er uns nicht umlatscht. Stimmt, der ist ja Chimera-Tech, nicht Cyberdrache, also ja. Wir müssen jetzt einfach hoffen, dass er uns nicht umlatscht. Und wenn er uns nicht umlatscht, dann ist der Plejaden ein Interrupt im nächsten Zug, mit dem wir möglicherweise nicht dealen können. Ja, ich dachte halt, dass er mit dem wir vielleicht noch was machen könnte, aber der heißt ja Chimera-Tech und nicht Cyberdrache, deswegen. Sollte der nicht viel machen können mit dem Chimera-Tech? Ja, there we go. Mhm. Okay, dann hat der Dragolas uns doch den Arsch gerettet. Ja, schon klar, wir hätten uns den Arsch halt härter retten können. Ja, also Dragolas zu bauen war korrekt, aber wir hätten dann einfach Sucker Shadow Vampire liegen lassen sollen. Wie liest sich eigentlich nochmal Grace? Wann kommt die zurück? Wenn wir ihn, glaube ich, aktivieren. Level 5 oder höher. Level 5. Oh, by the effect of a zombie-type monster. Ja gut, okay. Mitsuki. Ja, das ist nur... Das! Eigentlich kommen sehen. Random Ecclesia. Not gonna lie, das habe ich nicht kommen sehen. Also ich verstehe ja, wenn Leute nach dem Borden sowas reintun, weil sie dann first geschickt werden. Der sucht sich Fleur, das heißt, der hat das Punishment, ne? Wahrscheinlich. Ich meine, Punishment stört unsere Combo nicht, aber so nicht arg. Ja, yep, da ist es. Und sobald wir einen Vampir auf dem Feld haben, ist ja sowieso die Domination live. Oh, hi. Das klingt actually nach einer brauchbaren Normal Summon. Mhm. Warte mal, kann der was weglegen? Halt, der kann nichts weglegen. Oh, stimmt. Der muss ja was abwerfen. Rückzug? Kann ich nicht, weil das Spiel gut programmiert ist. Crap. Naja, gut. Vielleicht baitet er ja was. Wow, tut's wirklich. Okay. Okay. You got it. Bravo. Na gut, klar, der weiß nicht, dass wir nichts auf der Hand haben. Also, war legitim. Naja, aber der wäre jetzt on normal summon getriggert und er ist nicht getriggert. So, hier ist jetzt aktuell nur der Familie, der kann den hier gleich weglegen, ja, aber ist auch mal ein bisschen foolish für Mizuki. I guess, ja. Na, wobei, man hätte dafür argumentieren... Ja, das macht keinen Unterschied. Legen wir Mizuki rein. So, dann erst Familie, ja, aber dann... oder erst Mizuki? Ich denke erst Mizuki. Wahrscheinlich. So, für Scourge natürlich. Ja. Weil der kann ja direkt das nächste holen, das ist die Scourge. Mhm. Ne, ich hatte überlegt, vielleicht den Vierer zu holen, aber das hätte nicht so viel Sinn gemacht. Wir müssten jetzt auch Grace aktivieren können, oder? Ja, so als nächstes dann halt. Achso. Ja, Familiar, oder? Wahrscheinlich. Oder die Link 3er. Das wäre auch eine Option gewesen. Für Bottle Sword. Ja. Ja, stimmt. Nee, die Bottle Sword baut die nicht, die Link 3er, aber so von also der stimmt, Idee her. Ja, stimmt, ja. Wird jetzt eh leistungstechnisch ein bisschen eng. Ja. Also noch haben wir 100. Muss reichen. Muss reichen. Außer aktiviert ist noch ein Monster-Effekt. So. Normal Summon ist schon raus und wir kriegen keine extra Normal Summon. Doch kriegen wir, wenn der im Friedhof ist. Das heißt, der Vovoid macht actually was. Ja, dann nehmen wir den mal.
Okay, also wir müssen erstmal Familie einen Friedhof bekommen, damit wir den überhaupt machen können. Also du hast wir können einfach, den nächsten Sucker bauen. Das stimmt, da können wir eine Karte ziehen. Da können wir auch den direkt weglegen, weil dann müssen wir Familie nicht machen, weil der hat ja schon keinen Effekt mehr. Ja. Das war die Idee gewesen. Ja. Das macht deutlich mehr Sinn. So, dann hätten wir gerne mal die extra Normal. Hä? 500 Lebenspunkte zahlen. Ah! Warum? Da, weil alles in diesem Scheißdeck Lebenspunkte kostet. Der stirbt hier. Stirbt der hier an einem Borrowed Sword? Vielleicht. Oder kommt Familie in Death? Kann man rausfinden. Und wenn wir Glück haben, aktiviert er jetzt einen Monster-Effekt. Dann geht vielleicht noch irgendwas, wenn er jetzt einen Monster-Effekt aktiviert. Kriegen wir ihn irgendwie dazu, einen Monster-Effekt zu aktivieren. Warum? Halt, dann die Domination-Lebenspunkte zurückgibt. Ah. Aber nur, wenn sie einen Monster-Effekt annulliert. Also, Borrowed Sword reicht hier gerade nicht, wie die Dinge stehen. Also, das eh nicht, aber... Okay, der muss nicht on Death kommen. Es ist wurscht, weil es nicht langt, aber theoretisch müsste er nicht in Death kommen. Sheridan vielleicht? Sheridan klaut sich Fleur-de-Lis. Was kann der... Also der kann den Fleur weglegen. Dann können wir uns in Fleur joinken. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste. Dann ziehen wir eine. Ja, dann ziehen wir eine. Ja, das muss es jetzt sein. Mhm. Das Deck brennt sich halt durch Lebenspunkte durch wie blöde. Ach, warum muss das denn in Death kommen? Es ist kein Zombie. Ja, wir haben keine Zombie-Welt. Okay, dann werden wir es halt desperate. Actually, wir könnten das jetzt annullieren, dann kriegen wir 1600. Dann können wir den Vovoid machen. Hat er genug Monster im Friedhof für Vovoid? Ja. Ja, aber das bringt halt nicht viel. Dann können wir mal die Stufe 8 da holen, dann geht's halt weiter. Wir können was machen. Jetzt ziehen ist halt super risky. Ich denke, gut, er hat das Punishment. Das war aber was bringt uns der Achter? Der holt noch ein Monster. Stuff halt. Wir haben Zeug auf dem Feld dann. Naja, du musst überlegen, wenn wir jetzt die Countertrap machen, dann ist der Sucker weg und die beiden anderen Monster auf dem Feld sind dann weg, um den Achter zu normeln. Also wir haben dann den Achter und die zwei Monster, die er holt und nicht mehr. Ah, ja gut. Okay, zieh mal eine Karte. Ja. Warte mal. Wie liest sich die Domination? Wir negieren eine aktivierte Karte oder Effekt. Okay, das heißt, wir müssen erfolgreich zerstören. Ja, wir können jetzt nicht Familia negieren. Warte. Wir könnten Familia zurückholen und dann mit denen hier ein Borrowed Sword bauen. Warte, ziehe ich noch eine Karte? Nee, Quatsch, der hat schon getriggert, aber meinte, ich habe ja nichts gesagt. Barricade hat kein Target. Ich glaube einfach Borrowed Sword jetzt holen, um so viel vom Feld wie möglich abzuräumen, wäre sinnvoll. Also ist Familie für Familie. Und dann mit den drei in den Borrowed Sword, um halt mal zu clearen. Mhm. Schade, dass der erfolgreich zerstören muss. Ja.
So. Dann Shepard Knirsch. Mhm. Ecclesia bleibt ja liegen, also rennen wir über den Rest drüber. Genau. Wir haben noch einen Vampir für den Negate. Mein Glück kann der nicht aktiviert werden an der Stelle. Ja, go. Mhm. Und dann hoffen, dass wir es irgendwie überleben. Vielleicht reicht das Put in Death mit Borrowed Sword. Vielleicht reicht das. Das sorgt dafür, dass ich natürlich mit der Ecclesia in den Sheridan rennen kann. Mir fällt übrigens gerade auf, dass die, dass er seine Trap gegenüber von der Domination gelegt hat, das ist interessant. Wenn das jetzt eine Imperm ist, dann ist das doof. Ich meine, er kann Imperm nicht auf Domination anketten, immerhin. Nee, aber er könnte sie jetzt einfach aktivieren. Ja, das ist richtig. Andererseits, ich an seiner Stelle würde das jetzt auf jeden Fall tun. Also wenn das ein Imperm ist, würde ich an seiner Stelle jetzt einfach die Imperm auf den Borrowed Sword machen. Ja, oder es war halt geblufft, weil wenn das eine Imperm ist, warum hat er sich dann Flötelie gesucht? Das ist eine gute Frage. Andererseits sehe ich auch nicht den Grund, warum er nicht, also wenn es Punishment war, warum er dann nicht das Punishment irgendwann einfach umgedreht hat. Also ich hätte das an seiner Stelle irgendwann umgedreht. Ja gut, wir haben die ganze Zeit hier nur Nunz hat wie viel Attack? 2-4. Ja, das heißt, die meiste Zeit hatten wir Sachen, die drüber waren. Wir hätten nur an einem Zeitpunkt was, wo er es macht, und vielleicht dachte er sich, da lohnt sich's noch nicht. Hm. Oder er hat einfach nicht mitgedacht, weil ich meine, der hat gerade eben mit Fleur einen Dude aktiviert, der gar keinen Effekt hatte, also, ne? LOL. Das hab ich nicht kommen sehen. Der könnte einen zweiten Chimera haben. Warte mal. Wenn er einen zweiten... Warte, Ballsword ist eine Maschine oder ein Drache? Drache, oder? Okay, ja. Ja. Wenn er einen zweiten Chimera hat, dann ist der Cyberdrache eh weg. Das heißt, dann ist es scheißegal, ob wir den vorher in Death drehen. Wenn er keinen zweiten Chimera hat, dann ist es dumm, jetzt in Death zu drehen. Also drehen wir nicht in Death. Nee. Okay. Aber der muss einen zweiten Chimera haben, sonst wüsste ich, warum er das gerade gemacht hat. Wenn man auf Borrowed Sword hätte anketten können, dann hätte man hier für das lustige Play gehen können. Wood? Ich habe eine Ahnung, was jetzt kommt. Das ist irrelevant, was jetzt kommt. Ja, also ich vermute, es kommt eine Stufe 5 Monster. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, das ist legitim. Ja, ich meine, wir haben ja Domination, also. Ja, soll wir müssen dann nur gucken, dass wir Nova resolven lassen. Ja, Nova resolved. Dann kommt halt noch ein Cyberdrache. Duh. Genau, ja. Mit dem hatte ich auch ungefähr gerechnet. Mhm. Den hat er. Und wenn dann Infinity kommt, dann negieren wir den. Ja, so dann abhängen, um zurückzuholen. Mhm. Überraschung. Ja, klaro. Kommt ein Cyberdrache zurück. In Death, lol? Muss der in Death kommen? Nein. So, und jetzt Domination. Ja. Und hallo Lebenspunkte. Immerhin 2-1. Hey, der Ogre ist wieder live. Oh, no. Im Idealfall kriegen wir jetzt noch eine Dingens hier, eine Domain. Die gibt uns nämlich auch nochmal Lebenspunkte zurück. Oh. Okay. Ja. Sehe ich. Dann geht er jetzt aber nicht mehr ans Extra-Deck. Das heißt, dann kann er jetzt maximal noch das Board clearen. Dann erschließt sich mir aber nicht, warum er den Blödsinn in Death geholt hat, weil er könnte jetzt ja einfach doppelten Zweck legen. Okay, dann... Wow!
Kommt jetzt echt einfach Dragoon? Nee, das Überlastfusion. Wäre, nee. Was auch immer mit Überlastfusion kommt, kann man den Def drehen. Sollte, ne? Also, müsste. Der Amoklauf kommt jetzt doch, oder? Vermutlich. Der darf halt nochmal extra millen. Okay. Ja, in Death. Okay. Lol. Okay, weil er weiß, dass wir Borrowed Sword machen könnten, aber... Ja. Aber ich sehe nicht, was jetzt der Sinn hinter Anaconda war. Also, was hat er jetzt davon? Er millt jetzt nochmal. Weil er muss ja die Maximus Target spielen, sonst würde es überhaupt keinen Sinn machen, Maximus zu spielen. Den Mill hat er. Mhm. Den Mill hat er. Ja, hat er. Ich verstehe es halt nicht. Was ist in seinem Extra-Deck drin? Ja, okay, hat er Herz. Da darf er sich was suchen, das ist legitim. Ja. Es ist scheißegal, in diesem Zug passiert nichts mehr, weil Anaconda das sagt. Richtig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin gerade auf so vielen Ebenen verwirrt. Ja, ich auch. Also der Maximus zu verwirrt mich halt. Ich meine, gut, dass der... Also wir haben diesen Sieg 0,0 verdient. Ich gehe mal einfach davon aus, dass er einfach nicht Dragoon spielt, weil... In Cyberdrache, weil... Aber... Ja. Aber der Maximus, das... Hol den Cyberdrachen. Also was ich an seiner Stelle gemacht hätte, entweder... Na, wobei, das hätte Ballsword auch nur rausgebaitet. Also, nee, dann lassen wir in den Battlespace gehen. Genau, also ich hätte Cyberdrache in Attack geholt. Dann mit Infinity den Negate rausgebaitet, dann Maximus geholt, Doppel-Ins reingelegt, bum bum, Angriff tot. Easy. Also, hätte nicht geklappt, weil wir in Response den Achter von der Hand hätten normeln können? Ne? Ja. Aber ich glaube, das hätte ich an seiner Stelle getan. Das weiß er ja nicht. Doch, das weiß er. Wir haben den Achter nicht gesucht. Glaube ich, den haben wir gezogen. Doch. Auch ich glaube, den haben wir gesucht. Sicher? Wir haben den zweiten Familia-Random gezogen. Ich glaube, den Achter haben wir gesucht. Okay. Weil wir dachten, wir könnten ihn benutzen und dann vergessen hatten, dass wir dafür noch 500 Life-Points brauchen. Okay, aber selbst wenn er den auf... Aber auch okay, aber wenn das stimmt, dann heißt das nicht, dass er deswegen auf dem Schirm hatte. Ja, okay, aber nehmen wir mal an, er hat es auf dem Schirm. Dann macht Anaconda deswegen trotzdem keinen Sinn. Also ich zumindest weiß, außer Dragoon, nichts in seinem Extra-Deck, was hier in der Stelle getan hat. Weil alles, was Cyberdrache sonst noch hat, sind halt Stöcke mit Attack. Er hätte Borrowed Sword-Effekt natürlich rausbaiten können, wenn er mit Nova plus Cyberdrache auf dem Feld in die Battleface geht. Aber... Mein Gott, dann hat er die Battleface gewastet und Borrowed Sword ist raus. Dann hat er auch nichts gekonnt. Dann, Bewertung? I guess. Ja. So, das ist das ursprüngliche Deck. Und das hier haben wir halt rausgemacht. Hauptproblem von dem Ding ist halt, dass es unkonstant ist. Es sind halt sau viele random Two-Offs drin, die irgendwo keinen Sinn machen, meiner Meinung nach. Vor allem solche Sachen. Ich meine. Zwei Familia, zwei Retainer, zwei Allure, zwei Dark Ruler, like what? Warum? Ja, ich meine, ja, es ist ein RL-Deck. RL-Deck heißt, ich kaufe mir nicht den allerteuersten Scheiß, wie zum Beispiel, oder kann es heißen, ich kaufe mir nicht den allerteuersten Scheiß wie ein Droplet. Das heißt nicht, ich werf random Zeug rein, was ich rumliegen habe. Weil so wirkt das gerade so ein bisschen. Zwei Dark Rulers in einem Deck, das First gehen will. Das ist halt random. Ja.
Aber gut, darüber hatten wir ja beim letzten Mal schon gerantet. Wir haben auf jeden Fall jetzt das hier draus gemacht. Das sieht konstanter aus, zumal auch die Grace ein besseres First-Hand-Play ist als Baron, wenn du Shadow Vampire suchst. Und ja, man hat gesehen, wie man First-Turns nicht baut. Ja. Ja, also okay, also merken, der Drache ist kein Vampir. Der heißt nur vampirischer Drache. Ja. Und ist ein Wurm, aus irgendeinem Grund. Okay, so geben True Draco sind auch Würms, also geschenkt. Ich meine, der ist deswegen trotzdem irgendwo okay, aber... Ja, was Stufe 6er angeht, oder was Rang 6er angeht, ist der sicherlich nicht kacke. Vor allem so viele gute Rang 6er, die man mit Finsternis Zombies bauen kann, gibt's glaube ich auch nicht. Norito kannst du aber schon nicht bauen mit dem Deck. Sind dann überhaupt 6? Norito ist 6, aber der braucht Hexer. Ja, genau, eben. Deswegen, den kannst du nicht bauen. Handschuhwerfer gibt's noch. Rang 6 ist echt mau aufgestellt. Was gibt's noch? Du hast Photon Strike Bouncer, oder? Oder Photon Dingens. Das Ding, was einen Monster-Effekt negieren kann. Utopia Beyond hast du. Das ist alles Quatsch. Ja, Photon Strike Bouncer. Ja. Aber nur negieren, nicht auf den Friedhof legen. Ich glaube, dann ist Zubucken sogar schier besser. Wahrscheinlich. Er kann halt leider nur Sachen bucken, die aus dem Extra-Deck kommen, was so ein bisschen ist gegen manche Decks. Das ist, stimmt. Der kann alles negieren. Ja. Also das könnte man sich überlegen, dass man den stattdessen holt. Was kann der Dragolas noch? Blinkfodder sein. Wobei der Flip ist auch noch ganz nett. Flippt ab heißt nur irgendwie. Ja, aber nur wenn er vom Gegner weggepackt wird. Ja. Ich meine, das ist nochmal ein bisschen annoying auf die Art. Ja. Also das würde ich verstehen, wenn man noch Book in dem Deck spielen würde. Dann, weil dann ist das mal random cool. Aber sonst eher nicht. Hm. Und Book ist halt eine gute Karte. Aber ja. Ja. Anyway, das Deck hier kriegt mal 10 Punkte. Der neue Support hilft Vampir sicherlich. Man muss noch ein bisschen rumprobieren, was die beste Kombi möglicherweise ist. Die wird es wahrscheinlich nicht sein. Ja. Der Ogre ist halt, also der Ogre ist wirklich gut. Ja, der ist wirklich gut. Ja. Der hier ist okay. Die ist ganz nett, aber der Ogre ist halt richtig gut. Der Achter ist Bombe. Also nicht unbedingt ein Vampire, aber der ist Bombe. Er ist grundsätzlich eine gute Karte, aber ich rede es gerade für die Leistung, die das Ding für das Deck bringt. Also, ja. Allein schon, weil grundsätzlich in anderen Decks, ne, du kannst halt super, also ich meine zum Beispiel in Dragon Link, ne, kannst du halt in Chaos Ruler gehen, ne, millst 5, nimmst irgendwas, baust Levian hier, packst dem Gegner eine Handkarte weg und overlays die beiden in den Undead Vampire und millst nochmal 4 und kriegst einen Stock. Like yeah. What? An sich ist die Karte saugut, aber ich rede jetzt gerade von der Leistung für das Vampir-Deck. Ja, ist ja egal. Wer will schon Vampire spielen? Nein, okay. Also ja, die Karte ist absolut bonkers. Nicht unbedingt eine Vampire, aber die Karte ist absolut bonkers. Also ohne, jedes Deck, was Rang 8 sinnvoll bauen kann, wird den spielen. Ja, vor allem mit Chaos Ruler halt vorher, ne? Für extra Mill. Gut. Naja, anyway. Also ja, 10 Punkte hierfür. Und man sieht sich nächste Woche wieder bei Meta-Matches. Bis dahin. I'm not going to be able to do that.